Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Arena. Falsch. Ich lasse es doch nicht drin. Mann! Arena ist falsch. Okay. Genau. Fail. Ja, also. Also, ja. Genau, willst du anfangen so? Ja? Nein, nein, nein. Ich fange nochmal an. Sicher nicht? Ja. Okay, willst okay. du? Sicher? Ja, ja. Okay, gut, dann los. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Bin ich sicher? Fuck. Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2. Rome of Das ist so kacke. Ja, genau. Also was mein geschätzter Kollege hier gerade sagen wollte, ist herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Rome Total War 2 together. Against. Gut, den nehmen wir jetzt einfach. Ist scheißegal. Den nehmen wir, genau. Wir nehmen den Rest davor am besten einfach auch, weil dann merken schon alle, dass wir gerade total verplant sind. Nee, den sind nehmen wir nicht. Und eigentlich eh nichts auf die Reihe kriegen. Gut, so, also, genau. Ich bin schon gut an. Ja. Gut, ich weiß es nicht. Ihr müsst, also wir haben jetzt eine sehr lange Pause gemacht. Also das werdet ihr nicht merken, weil, Doch, ihr werdet es merken, weil es kommen aktuell schon keine Videos mehr. Also bei unserem aktuell jetzt. Genau, also es ist Mitte Januar so. Und genau. In den nächsten Tagen, also so Januar, Februar, werden die letzten hochgeladen, also die wir letztes Jahr aufgenommen haben. Und das da wird wahrscheinlich jetzt so Mitte Februar hochkommen. Naja, gut. Wie dem auch sei. Genau. Wir müssen jetzt nochmal ein bisschen reinkommen. Verzeih. Was? Ich weiß nicht, was das hieß. Auch nicht. Versuch's am besten gar nicht nochmal einfach. Glaubst du, ich versuch das? Ne. Hallo? Okay, nein. Hier mache ich auch eine Landwirtschaft. Also minus 99 und minus 2. Also ich würde mal ganz leicht sagen, dass nächste Runde eine kleine Revolte passiert. Aber das ist mir sowas von egal. Tja, ich habe bei mir noch alles im Griff, ne? Ja, du bist ja auch so klein. So, wer ist Okay, die mögen mich nicht. Das heißt, ich kann ja gegen die Krieg führen. Das ist schön. Warte, dich lass. Die Steinmetze. Achso, die gehören mir nicht. Ich dachte schon, wie. Was für einen dummen Namen habe ich denn da genommen? Hier baue ich das mal aus. Und mach. Was mache ich hier? Nochmal Tagebau. Da bekomme ich mehr Kohle. Das ist gut. Die Hansel von drüben. Die bauen jetzt noch einen Elefanten und dann stapfen sie los. Die Hansel von drüben, das ist so voll episch. Okay, die. Richtig episch, ne? Vor allem, wenn du sonst bei 200 First und 500 First und Wolfpack und weißt du, die ganzen Clone Wars Legionen-Namen. Und dann kommt so. Und dann gibt's noch die Hansel von drüben. Ja, genau. Natürlich. Warte, habe ich den jetzt? Ja, Tradition habe ich gegeben. Ich habe auch überlegt, jetzt langsam nach Alexandria zu gehen, aber Kusch oder Kasch mögen mich ja auch. Ja, oder 17 ist nicht so. Kusch. Schuh. Oh, Sparta mag mich. Ja. Oh, weißt du was? Weil du ihm immer Geld in... Was ist es, das euer wir können handeln. Volk von uns wünscht? Du hast jetzt ja Athen. Genau. Cool. Gut, das wird dann nur seltsam, wenn wir dann plötzlich uns bis zum Tod bekriegen. Da bin ich sowieso schon gespannt, wie das dann laufen wird. Ja, das wird nochmal sehr, sehr lustig. Ja, ich glaube an sich, dass ich verlieren werde, weil du so viel mehr in der Materie drin bist als ich zurzeit, weil ich jetzt wieder mehr auf die Ballerspiele gegangen bin. Ja, also... Und du immer noch deine LPs machst zumindestens. Egal, bis dahin. Ist ja noch ein bisschen, bis dann die Hansel von drüben mal hier rüberkommen. Genau, das ist ja so die Vorhut. Wenn du die siehst, dann weißt du, dass es langsam mal... Was für Vorhut? Ich dachte, das ist alles, was du zu mir rüberschickst. Immer nur eine, so damit ich die dann immer mit zwei auseinandernehmen kann. Achso, ups. Ja, können wir auch machen.
Nein, glaubst du, ich will gefeedet werden oder was? Nee, so machen wir das nicht. Nee. Halt, stopp! Ja, genau. Oh, nochmal eine Fertigkeit. Was mache ich mit dir? Warte mal, meine ganzen. Also, Wolfpack hat noch gar keine. Hat noch gar keinen Agenten. Und Hansel von Trümer auch nicht. Aber der ist eigentlich besser hier vor Ort. Schade. Ja, okay. Der steht ja nur hier rum, das ist egal. Der kurbelt meine Forschung an. 500 Erste. Die hat noch was. Tradition, die bekommt. Was bekommst du? Bewegungsreichweite ist immer gut. Damit mir der Jakob nicht fliehen kann. Genau. Und dann mache ich einen Kommandanten und ja, Notwehr gegen Agenten ist immer gut. Mhm. So, die anderen bekommen nichts. Gut, du bist dran. Yeah. Okay, oh, dieser Charakter. Was? Ja, cool. Dieser Charakter ist von seinem Militärkommando zurückgekehrt und wird sich in der Fraktionspolitik engagieren, bis ihr ihn wieder zur Anführung eurer Streitkräfte beruht. Der Name eines eurer Untertanen ist in aller Munde. Ob dies nützlich ist, bleibt abzuwarten. Show me. So, was brauchst du? Ein Mitglied eurer Familie hat beträchtliche Schulden angehäuft. Seine Taten haben ihm und der ganzen Familie große Schande bereitet. Was? Ihn enteignen? Die Schulden bezahlen, nichts unternehmen. Da ist immer, also, der hat Schulden, oder? Ja, einfach. Genau. Da ist immer das Radikale ist immer gut. Bei dir? Keine Ahnung. Also ihn enteignen, okay. Also, wenn ich so an Assassin's Creed Odyssey denke, so wie krass da die Spartaner sind, so, dann denke ich mir schon, ihn enteignen. Er hat Schande über meine Familie gebracht. So, ja, also Sparta, das geht gar nicht. Oder die Schulden bezahlen. Sollten wir ihm aus seiner prekären Situation helfen, schwört er, einen Neuanfang zu machen. Das ist natürlich wichtig. Dieser Mann ist eine Schande. Er muss zum Wohle der Familie enteignet werden. Ich glaube, ich probiere es mal auf die sachte Variante, weil ich meine, das ist ein Mitglied meiner Familie, den habe ich vielleicht später als Soldaten und dann brauche ich ihn noch. Das könnte nämlich auch sein, ja. Ja. Das machen wir mal. Und was ist das hier? Nahkampfangriff für alle Infanterieeinheiten. Mache ich auch. So. Gut. Dann habe ich gerade schon... Ah, sehr gut. Es geht wieder bergauf mit meiner Moral. Ich habe mir gerade schon gedacht, ich werde... Ich konnte mich leider noch nicht entscheiden, was davon ich bauen werde. Früher oder später baue ich sowieso beides, aber ob ich jetzt Nahkampfangriff bei der Rekrutierung oder Nahkampfabwehr bei der Rekrutierung nehmen soll? Bei dir ist, glaube ich, der Angriff besser, das weil du auch, eine sehr, sehr starke Abwehr hast. Ja, dann muss ich lieber in die Offensive. Ich will ja vorwärts kommen. Ich muss ja einnehmen, töten. Deswegen brauche ich sowieso viel wichtiger das. So, wie geht's denn hier in Larisa? Was machen wir hier? Wohlstand durch öffentliche Ordnung pro Runde. Ja, eigentlich bisschen ziemlich wurscht. So, die beiden bluten aus. Uiuiui. Ich glaube, aber hier kann ich nicht viel ausrichten, weil da stehen zwei Armeen. Die sind zwar beide nicht ganz Fullstack, also der eine mit 7, der andere mit 14. Aber da kommt ja dann auch noch Garnisonsarmee dazu und mit einer Fullstack-Armee will ich da ungern reingehen. Mhm. Aber
Ich kann was Neues für meine Soldaten machen. So, was habe ich hier? Waffenschaden für alle Einheiten mit Speeren bewaffnet. 5% Waffenschaden mehr für alle mit Speeren bewaffneten Einheiten. Naja, ist ja für dich perfekt. Ja, Waffenschaden durch alle Armeeeinheiten, Geschossschaden durch alle Geschosseinheiten. Verteidigung plus 1 Barrikade, okay, das brauche ich nicht. Moral für alle Einheiten beim Kampf gegen plündernde Armeen. Nee, ich nehme den Waffenschaden, Alter. Hau rein damit. Gibt's noch irgendein cooleres Emblem, wenn ich hier schon meine Basileus-Armee habe? Irgendwas richtig Fettes so. Oh, es gibt natürlich hier was mit Speer dran. Das ist für Sparta natürlich allgemein passend. Oh, aber das sieht auch fett aus. Ich glaube, ich nehme das. Einfach weil das ist cool so. Genau. Dann Forschung. Wie sieht das aus? Was erforsche ich eigentlich gerade nochmal? Söldner. Was ist das da? Was ist das, worauf ich hinaus will hier? 10% Rekrutierungskosten für Rekrutierungskosten Armeen. Unterhaltskosten Armeen. Ermöglicht Bau von fetten Tempel. Ah, und königliche Kaserne. Lecker. Ja, ich glaube, bei Lecker. mir war es auch schon wieder, weil bis ich Pella einnehmen kann, dauert noch ein bisschen. Und außer ich kann eine neue Armee aufstellen, aber das bezweifle ich ehrlich gesagt. Ah! Ich habe einen Politiker, den ich in den Krieg rufen könnte. Einen Verbündeten. Brauchst du noch eine Armee? Warte, ich schau mal kurz, was der für Boni hat. Ja, wenn ich Pella einnehmen will, brauche ich auf jeden Fall noch eine Full Stack. Okay. Das Ding ist, dass ich mir die aktuell eigentlich noch nicht so richtig leisten kann. Aber mal gucken. Zwei Chancen auf die Verwundung feindlicher Agenten aus Notwehr. Gravitas pro Runde, Wachstum pro Runde, 30% Chance, Kinder zu bekommen. Minus Moral für feindliche Einheiten. Fähigkeit motivieren, Hingabe. Warte, 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 warte. 30% Chance, Kinder zu bekommen. Nee, plus 30 ohne Prozent. Alter, mach den. Ja, ich hab's Hallo? mir auch gerade gedacht. Vor allem, weil unten kommt jetzt auch noch Waffenschaden für die Einheit des Kommandanten und Geschossschaden. Mach den, hallo? Was ist das denn? Warte, Vermächtnis wieder einsetzen. Die Feinde der Kirke oder die Kinder der Trüche? Tüche, Tüche. Naja, er ist ein Vater, also die Kinder Ja, natürlich. genau. So. Rekrutieren! Sowas So. von. Okay, und warte, den Typen. Nein, 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 nein. Den Kommandanten hier bei den anderen, den kann ich kicken, Alter. Oder kann ich den kicken? Oha. Ja, ich brauch den Jungen nicht, Mann. Das ist ein Feind, quasi. Politisch gesehen ist er ein Feind. Du darfst wieder dich Faszinierend. der Politik widmen. Und ihr geht in die Ding rein. Ja, genau. So, dann gucke ich mal. Wegen. Ah, ne, hier. Die hätte ich schon gern. Spartanische Hopliten. 1, 2, 3. Und noch eine Einheit Pikiniere. So. Kurbelt Ready? dann auch die öffentliche Ordnung wieder ein bisschen an hier unten und ich bin bereit. Mal gucken, was unsere werten Kollegen machen. Kollegen so Nur machen. aus einer starken Oh, Position heraus Makedonien mache ich macht ein das. Friedensangebot. Andernfalls ist ein Friedensangebot nur Feigheit. Was denn? Greift er an? Nee, Makedonien möchte Frieden. Wie hoch? Also hoch, mittel, niedrig, moderat? Er kommt zu mir mit. Also zeigt er nicht, weil er hat ja gesagt, er möchte Frieden, also von sich aus.
Bietet er was? Ja, er bietet 380 Geld und halt das Nee. Friedensabkommen. Aber dafür, dass ich ihn eigentlich in 5 Minuten überrennen will, Ja. zumindestens mal Pella. Ja, sag, also für 2000 machst du es nicht, unter 2000 machst du es. Okay, Gegenangebot. Genau. Und da kannst du auch sehen, was, wie hoch der das Also war. zu den Konditionen, die er angeboten hat, hoch. Okay, jetzt mach mal 2000. Warte, 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 wo ist es nochmal? Zahlung. So. Und dann Zahlung Ah, fordern hier, ist. Zahlung einfordern. Genau. 2000. Ihre Was sagt er? wirtschaftliche Macht schwach. Immer noch hoch. Dann mach mal 4000. Warte, Ja, warte. wobei ganz ehrlich, du brauchst Pedder. Ja, Also. mich interessiert jetzt aber, ob er bei 4000 Ja. immer noch sagt, hoch. Nein, bei 4000 ist niedrig. Okay. Ja, dann schlag einfach ab. Also sagen, abbrechen. Ja. Dies missfällt mir. Ich habe mir ein ehrbares Angebot Aber erhofft, das ist ja doch meistens scheint euch gefährlich, wenn Weisheit nicht die gebührt. Feinde dann anbieten, ja, Frieden anbieten und man schlägt es aus und dann plötzlich stehen die mit einer Full-Stack-Armee und greifen sofort an. So was Also, letztes Mal, genau, dass ja. er bei mir ja sogar, dass der mit einer Fullstack dann Ich komme mit Larissa wieder Ehre und eingenommen hat. Geschenken. Warum wendet ihr euch auf Aber diese diesmal Weise plündert an? er. Also stellt sich bei mir an die Grenze und plündert. Okay, Pergamon bietet 6400 für Frieden. Lul. Und hoch, warte mal, ich. Haben die so viel Geld überhaupt? Nein, haben sie nicht. Ich wollte jetzt Zahlung einfordern und mehr einfordern, aber kann ich nicht. Ich kann nicht mehr als 6, als 5000 einfordern. Aber das Problem ist, wenn ich Pergamon als Verbündeten habe, dann komme ich gar Kannst nicht du zu da nicht dir bauen? rüber. Ja, und ich komme nicht zu dir rüber. Ja, das würde mich jetzt so nicht stören. Ja, vor allen Dingen, ja, wobei dann. Du könntest auch Pergamon auf mich hetzen dann. Ja, also ich kann sogar Friedensabkommen machen und dann übernimmst du einfach Asien. Also wie Geht Alexander auch, der ja. Große. Dann kommst du einfach zu mir. Ja, sagen wir es so, bis, was ist das da, warte. Bis Nikomedia ungefähr wollte ich eigentlich sowieso gehen. Ich weiß nicht wann, aber Ja. bei Zeiten. Aber die sind eigentlich schon cool zum Bekämpfen. Aber wenn ich da jetzt. Aber 6000. Warte mal, ich. Mann, was immer diese ganze Geldmache, Alter. Okay, er zahlt mir 6000, aber will kein Handelsabkommen. Obwohl er nur Marmor hat und ich alles. Warte. Okay, jetzt Leute, zahlt er so ein mir Geschenk 8000 für ihr würde ich Frieden. viele zu Okay, schätzen mach ich. wissen und Na gut. Wo hat er dieses Jahre Geld Dank plötzlich Ich weiß her? es nicht. Ich weiß auch nicht. Wir Ah, haben euch wahrscheinlich, weil ich wundervoll nur verfüttert, 8000 Felix. Gold hatte, vielleicht. Vielleicht kann ich ja nicht mehr fordern, als ich selbst habe. Das könnte sein. Das weiß ich aber nicht. Dann könnte ich gerade nicht mehr als 103 kriegen. Dann hätte ich 4000 hätte ich gar nicht Eure fordern können. Weisheit ist Stimmt, bekannt. stimmt. Nur Athene würde die Notwendigkeit eines Angriffs auf diese Leute Rhodos erkennen. ist mein militärischer Verbündeter. Was macht der? Er fordert, dass ich gegen Pergamon also Krieg führe. Ist das lustig? Wenn ich das jetzt annehme, dann. Warte mal, wie viel bietest du? Wie viel bietest du für meine Ah, Dienste? nee, allein das Angebot quasi, was er gemacht hatte, war schon moderat, also. Ach Gott. Hey, Persien hat jetzt auch Frieden. Sklavenaufstand, wunderbar. General Level 6. Untertan erlangt Allgemeinheitsbekanntheit. Was? Hey, geil!
Warte, nee, oder? Nee, warte mal, wo ist... Oh. Ah, verdammt. Entschuldigung. Weil bei Adumatu, frag nicht, das ist ein kleines Dorf, ist eine Full-Stack-Armee von Rebellen aufgekommen. Also, normalerweise kommen die ja so mit 4, 5, aber die ist einfach mal Full-Stack, einfach so, weil sie es kann. Ja, klar, mache ich auch immer so. Ja, genau, und da waren die Steinmetze von Persien gleich daneben und der ist jetzt voll heftig geflohen. Also der ist jetzt einfach weggegangen. So, nee, will ich nicht. Geil. Okay, also wahrscheinlich kannst du mit den Sklaven dann nächste Runde mein Adumantu einnehmen. Adumantu. Warte mal, ich mach Gewaltmarsch und dann habe ich... Kannst du sie nicht angreifen? Nee, ich komme eh nicht dran. Also mit Gewaltmarsch, ja. Aber jetzt ist meine Armee wenigstens in Adumantu. 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 Genau. So, warte, die Dings da von drüben, die Hansel von drüben gehen mal in Tarsus. Die Dings da von drüben. Oh lol, ich habe gerade deine Armee gesehen. Wie sie bei... Antiochia, oder? Antiochia durchgeht, ja. Ja, weil du jetzt da einen Handelshafen hast. Ja, genau. Meine Schiffe fahren hier bei dir rein. Oha. Ich sehe es. I see it. Ganz genau. Gerha hat... Oh, was? Okay. Die einen, also die werde ich dann irgendwann auch angreifen. Die haben eine Full-Stack-Armee und davon ist über die Hälfte, oder gut, die Hälfte sind Fernkämpfer und die anderen sind halt einfach Berittene. Okay. Alles klar. Dass wir so eine Armee, die für mich einerseits total geil wäre und andererseits richtig scheiße. Mhm. Also, wenn es Nahkampf-Berittene wären, wäre es geil. Ja, das sind, also eine ist Fernkampf, aber... Also für dich wäre, glaube ich, ja, das nicht so geil. Aber naja, sobald die ihre Sachen, ihre Speere weggeworfen haben, hast du leicht das Spiel mit denen. Na gut, also ein Reisender aus Dodana. ey, diese Namen. Okay, ein Reisender aus Dodana berichtet. Dodo. Berichtet von einem bösen Omen des Orakels. Die Nachricht verbreitet Panik im Volk. Man befürchtet den Zeus der Götter. Den Zeus der Götter! Also, berichtet den Zeus. Warte, den Reisenden vertreiben, ein weißes Schaf opfern, ein Bullen opfern, nix unternehmen. Ich mach mal den Bullen platt. Das kostet ja nichts. Doch, stirb. Ach so, weil... Hä? Aber der plündert doch ganz woanders. Änderung pro Runde, minus 6 Gebäude zufriedenheit, Verarmung, Charaktere, Ereignisse, Steuern, Sklaven, Instabilität der Provinz. Alter, wie viel Geld habe ich gerade ausgegeben? Ich habe nur noch 2000 von... Wie viel? Das kann eigentlich nicht sein. Wow. Okay, jetzt muss ich noch die ganzen Spione und Agenten... und Typi du und Typi da und Typi du. Ach, du bekommst noch was, das ist ja cool. Was bekommst du? Minus 5 Strafe auf öffentliche Ordnung durch lokale Anwesenheit fremder Kulturen. Das macht halt absolut keinen Sinn hier. Das stimmt. Deswegen nehme ich es auch nicht. What the heck? Hellenist. Oh, das ist auch schön. Kriegsschrei. Sammeln, motivieren. Belagerungswaffen habe ich ja nicht. Erfahrungsrate. Das ist gut. Das ist sehr schön. 501. Wo bist du? Da oben. Du bleibst mal da.
Und du bist dran. Weißt du, was total strange ist? Oh. Ich habe gerade in Athenai hatte ich gerade eben eine grüne Zahl, also dass die öffentliche Ordnung jetzt wieder hochgeht. Ja. Jetzt ist sie auf einmal von plus 2 oder plus 1 oder so auf minus 8. Schau mal, woran das liegt. Habe ich gerade und es macht eigentlich keinen Sinn. Weil nichts davon in irgendeiner Weise die. Also, es ist Gebäudezufriedenheit plus 6, Gebäudeverarmung minus 2, Charaktere plus 2, Ereignisse minus 3. Aber was meint er mit der. Ach so. Spion. Ah, ja, kann auch sein. Ich Hm. dachte jetzt eigentlich eher an, dass ich den halt, ne? Hast du den Charakter, also dein Ja, Typi? dass ich den nicht entlassen habe, sondern Ding und das macht die Leute jetzt unzufrieden. Dieser Charakter ist von seinem Milieu. Ja, Achso. aber das würde da bei Ereignissen stehen. Okay. Mission. Erforscht eine Technologie in der folgenden Kategorie Konstruktion. Okay. Ermutigte Bevölkerung. Leider in Larisa, also Makedonien und nicht bei mir. Ihr habt eine neue Fraktion gefunden. Diplomatie mit ihr ist möglich. Rhodos. Okay, schaue ich gleich. Aber ja, Spion kann natürlich auch gut sein. Agent. Von der Makedonien halt. Wo ist mein. Ach so, da oben ist sie. Weil dann schicke ich sie mal hier runter. Aber sie kann dann nichts mehr machen in der Runde, ne? Ich Oder? suche nach Doch. Ablenkung. Doch kann sie. Sehr gut. So, und du bist keine Fullstack, ne? Du bist 14. Ist es klug, ihn Wir hungern anzugreifen? nach Ich einer weiß es Flanke. nicht, ich weiß es nicht. Makedonien jetzt. Ja, der steht mit einem plündernden Typen vor meiner Tür. Also vor Eine Larisa. Vollstack. Nee, also ich wäre mit einer Fullstack gegen 14 Mann, darunter viele Söldner. Und Ja, ich. dann machst du sie platt, ja. Und. Auf jeden Fall, weil bevor er sie zurückzieht und dann sich stärkt. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er aus Pella Verstärkung kriegt. Nein, kriegt er nicht. Ich spiele es automatisch, weil das ist Okay. ziemlich eindeutig. Ja, aggressiv! Ja, das ist wirklich eindeutig. Aber So. wieso stellt er sich einfach dahin? Das ist ja komisch. Zum Plündern. Öffentliche Ordnung geht runter und so, keine Ahnung. Gefangene Versklaven. 900 Wohlstand vom besiegten Feind erhalten. Senkt die Gefangenen zu. Gefangene freilassen. Gefangene töten. Ich glaube, ich mache Also die. töten würde ich nicht. Nee, ich mache die Sklaven. Kommandant! Ja, ist ja Sparta, ne? Ja. Logisch. Ja. Hallo? Sorry, aber. Wenn, dann bitte richtig. So. Ja, sie. Genau, bis man Spionen was finden kann, dauert ja, ne? Das geht ja erst irgendwann mit. Nach einer Runde oder so. Aber. Ja, die deckt nicht sofort was ein, Hä, aber das wenn du ist wieder dran ultra bist. komisch, weil vorhin war es ja noch 8, ne? Und wir haben ja die Runde seitdem nicht gewechselt. Weil jetzt sind es nämlich minus 10. Schau noch mal, was jetzt verändert hat. Wir hungern nach einer Schlacht. Ah, Sklaven. Haben Ja, sich jetzt okay. natürlich verändert, genau. Okidoki. Das ist halt ganz schön scheiße eigentlich. Ich glaube, ich rekrutiere noch mehr Soldaten. Das hilft bestimmt.
1, 3, 4. Wie viele habe ich immer gehabt? Schreibt euch ein für ein Leben voll Ruhm. Genau, schreibt euch ein für ein Leben voll Ruhm. Werdet Soldaten, Mann! So. Und dann, wie seht ihr eigentlich von der Gesundheit aus? Das ist ziemlich gut ausgegangen. Ich habe keine Einheit verloren. Es sind, glaube ich, 3 Einheiten haben Level abgekriegt. Und alle Einheiten sind nicht mal bis über die Hälfte. Also, keine Einheit hat mehr als die Hälfte verloren. Also. Na dann, Runde beenden. Dann schauen wir mal, was Rom macht und Karthago, Kretonien und bla bla. Dann würde ich sogar sagen, dass wir jetzt die Runde beenden. Und ja. Was essen. Ja, wir können was essen, das stimmt. Was? Dann machen wir später weiter. Es sind jetzt noch so viele Fraktionen. Ja. So, nicht das mehr ist so lange. Lustig, wenn man dann, genau, wenn es dann später so immer und immer weniger werden. Okay. Okay, bedeutet, wir machen an der Stelle kurz Pause. Und dann und nächstes dann, Mal gibt es eine fette Schlacht mit den Skalaren, auch wenn die ziemlich gelitten haben. Ich weiß nicht warum. Naja, okay. Dann ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Sorry für die lange Pause und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.